ich verkünden, Königsberg, das liegt in Ostpreußen. Heute vor 70 Jahren ist dort in der Ostsee die Wilhelm Gustloff mit 9500 Menschen untergegangen, die sich auf der Flucht befanden. Ich bitte euch nun, dann mal alle mitzusingen. Ich möchte kurz noch mal ein Erlebnis einblenden. Ich war voriges Jahr in Breslau als Tourist eines Sonntags früh um 10 auf dem Marktplatz. Da kam ein Bataillon polnische Soldaten auf den Marktplatz und dann wurde im Abschluss die Nationalhymne gesungen. Da gab es keine Störer mit Pfiffen, Böllern und dergleichen. Seitdem ist die Hochachtung vor dem polnischen Volk bei mir um mehrere 100% gestiegen. Beim Absingen der Nationalhymne möchte ich auch die Herren Merbitz und Jung einladen, mitzusingen. Ich bitte es mir nachzusehen, ich bin ein Amateur, wenn nicht alles klappen sollte, nicht gleich pfeifen. Noch eine kleine Bemerkung zu den sogenannten Gutmenschen, die sich jetzt über uns ein Urteil leisten. Ich habe als Hobbyhistoriker die Feier des 7. Oktober 1989 im Palast der Republik, dort sangen die Herren Schreier, Adam, der Domaner Chor und der Startumpreter Ludwig Güttler. So, das ist mein Beitrag. Und jetzt beginnen wir, ich hoffe es. Aus Königsberg. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich beende die Veranstaltung jetzt offiziell mit einer letzten Bitte. Geht langsam und ganz entspannt Richtung Goethestraße. Nur Richtung Goethestraße. Die Ordner werden euch dort in Gruppen